Hallo, ich bin der Manuel Schad von SVD Sports. Heute wieder Technik. Ihr werdet gemerkt haben, wir haben die ganze Zeit keinen Umbau mehr vorgestellt. Das ist bei uns halt in der Firma auch so, dass dann einfach Kundendienstarbeiten anstehen und wir die durchführen müssen. Die Leute wollen fahren, wir haben Reparaturarbeiten. Und das Allerschlimmste im Jahr 2021, die Ersatzteilversorgung. Hier haben wir ein Motorrad, das hat länger bei uns in der Werkstatt verbracht. Der Umbau ist recht aufwendig. Das ist die SWT Nummer 79. Ja, wir sind schon bei 160 mit den Schweißarbeiten. Und so ein Umbau kann man einfach mal ein Jahr rechnen, bis das zusammengesetzt ist. Wer sich da irgendwie vorstellt, in 14 Tagen sowas umzubauen, dem können wir das Gegenteil zeigen. Und der wird es auch selber merken, das funktioniert einfach nicht. Auch wenn alle Teile da sind und man versucht, über so ein Projekt zu bleiben, das geht nicht. Das funktioniert einfach nicht. Wir gehen auf diesen Umbau ein. Was haben wir da? Standardrahmenverstärkung mit Zentralfederbein, halber pro Federbein. Das wird dann nachher noch mit einem Stulpen abgedeckt, mit unserem Federbeinschutz. Jetzt in dem Fall haben wir es offen gelassen, dass man es auch sieht. Hinten die 1100er Schwinge, 18 Zoll Hinterrad mit einem 130 80 18er Mevo drauf. Alles natürlich auch Scheibenbremse, Braking Bremsscheibe. Das ist ja auch das, warum man diesen Umbau macht. A, wegen der Scheibenbremse, B, wegen der längeren Schwinge und C, mit der Zentralfederbeinaufnahme. Mit dem Zentralfederbein fährt sich das Motorrad viel besser. Es stellt sich nicht so weit hoch. Und wir haben da noch einen ganz großen Vorteil. In der 1100er Schwinge steckt natürlich auch die 1100er Kardanwelle. Und die steckt einiges mehr weg als die des Zweiventilers. Dann gehen wir von hinten nach vorne. Wir sind da jetzt dann beim Motor. Da blendet der Johannes dann das Leistungsprotokoll ein. Bisschen über 80 PS, das kann sich auf jeden Fall sehen lassen. Das ist ein 1070er vom 7ROC mit den Mahlezylindern. Doppelzündung, gemachte Einlässe und Auslässe, bearbeitete Ventile, die erleichterte Kurbelwelle natürlich. Wir haben eine geänderte Nockenwelle eingebaut. Und viele weitere Spielereien. Und so konnten wir auch dieses Leistungsergebnis erzeugen. Knapp unter 100 Newtonmeter Druck. Damit kann man sich überall sehen lassen. Okay, wo viel Dampf reingeht, muss auch viel Dampf raus. Deshalb auch auf diesem großen Motor ist, ich würde jetzt hinlangen, aber da verbrenne ich mir die Finger, ist die Abgasanlage vom Rudi Lennart, die SR Racing Abgasanlage. Da kannst du mal dem Flow folgen. Da sieht man auch, wie sie in unser großes Y-Rohr geht und dann durch den matt-schwarzen Endschalldämpfer nach außen tritt. Nebenbei bemerkt, haben wir hier auch unsere tiefen Fußrasten verbaut. Einen Aluminium-Schalthebel mit unseren neuen Schaltstangen. Aus Edelstahl, nicht rosten, sauber aussehend. Dann gehen wir mal nach vorne weiter. Für vorne haben wir uns was Neues überlegt. Ein geändertes Windschild mit einer Luftkante. Hier ein LED-Scheinwerfer, der auch richtig Licht macht, wenn man einschaltet. Schöne Spielerei. Und befestigt wird das Ganze mit unserem Instrumentenhalter. Die Kilometer werden hier angezeigt mit einem Tauch von Radikal Guzzi. Hat sich der Hans so gewünscht und hat ihn auch selber bestellt und uns angeliefert. Steuer das ganze Motorrad mit dem AX2 Lenker von Magura. Gebremst wird über eine Brembo Bremsanlage. Gas gebe ich mit dem Duo Gasdrehgriff, den gibt es bestimmt schon 30 Jahre, von Magura. Und Kuppeln tun wir hydraulisch. Da muss der Fabio noch mal rüber. Kuppeln tun wir hydraulisch. Und hier ist, ich mach mal auf, dass man sieht. Und hier ist der Kupplungsnehmerzylinder, das silberne da hinten, der für die hydraulische Kupplung benötigt wird. Also angebaut haben wir hier auch einen Edelstahl-Seitenständer. Den müssen wir in der verlängerten Version nehmen, da das Fahrwerk auch so hoch ist.
Hier ist unser Aluminium-Schalthebel mit einem Adapter für den Schalthebel, dass der auch weiter nach außen rutscht. So passt er besser zu unseren tiefen Fußrasten. Okay, dann gehen wir ein kleines bisschen runter. Der Motorsturzschutz G-S, das ist diese Wanne hier, angebaut. Double Take Mirror Spiegel, schön verstellbar und total easy abzumontieren. Schraubt mal auf, kann man mitnehmen. Ist doch genial, oder? Also gerade für diejenigen, die ins Gelände wollen, ist das Ideale. Und für etwas Windschutz sorgen die Barkbuster Handschalen. Hier im schönen KDM-Orange, weil wir ja die ganze Farbe auch ein bisschen an KDM angelehnt haben. Bei 80 PS, da geht das Motorrad auch etwas vorwärts. Und deshalb auch der Nost-Kotflügel mit einer Kotflügelverstrebung, damit der Kotflügel nicht das Winken anfängt, also dass es sich nicht bewegt, dass er einfach steif und stabil auf der Autobahn bleibt. Weil wer so ein Gerät fährt, der will auch mal schnell fahren können. Jetzt gehen wir aber noch mal hierher. Ganz geil ist, ich war letzte Woche auf Rennen und da hat es echt arg geregnet und da war ich ganz froh um diesen PVL-Zündkerzenstecker. Absolut wasserdicht, einfach ein Traum. Ich wusste gar nicht, dass man so gute Teile in Deutschland kaufen kann. Ich kannte bis dato immer nur die NGK. Vorne steckt das Hahnwiels Vorderrad mit einer großen KDM-Bremsscheibe und der Brembo-Bremszange und der Widepower 48 mm Gabel in unseren eigens konstruierten SVT-Gabelbrücken. Maximaler Lenkeinschlag. Garantiert Wendigkeit und Handling. Das ist einfach genial. Damit kommt man auch um die Kurve rum und kann nicht nur geradeaus fahren. Ne?